Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseher. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei unserem Landwirt.com Live-Event. Heute wieder in der Saatbauakademie. Das heutige Thema ist Silomais. Und da haben wir heute zwei spannende Vorträge. Den Beginn macht der Herr Christian Dorninger von der Saatbau Linz mit dem Vortrag Silomais, der Grundstein wird am Feld gesetzt. Und den zweiten Teil präsentiert Herr Diplom-Ingenieur Franz Tiefenthaler von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Und in seiner Präsentation geht es dann um die Rinderfütterung mit der Maissilage. Genau. Und nun komme ich auch noch schon zu dem Hinweis für unseren interaktiven Part des heutigen Abends. Und zwar gibt es, wie jedes Mal, liebe Zuseher, am Ende der Präsentationen eine Fragerunde. Und in dieser Fragerunde werden dann eure Fragen live hier beantwortet. Deswegen nutzt diesen Chat heute, den ihr neben bzw. unter dem Video direkt findet und tippt dort fleißig eure Fragen hinein. Wir sind schon gespannt, was ihr alles wissen möchtet. Wir lesen da fleißig mit. Und ja, insbesondere wird da nämlich Christian Reichinger von der Saatbau Linz mitlesen, weil er ist dann derjenige, der heute die Fragerunde moderieren und führen wird und mich ein wenig in der Moderation unterstützen wird. Liebe Zuseher, ich wünsche Ihnen einen informativen Abend. Ich hoffe, ihr könnt einige Tipps und Tricks heute hier mitnehmen. Und ja, viel Spaß und somit übergebe ich nun an den Christian Reichinger von der Saatbau Linz. Viel Spaß. Danke, Lisa, für deine Einleitung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer zweiten Staffel der Saatbauakademie. Mein Name ist Christian Reichinger. Ich darf Sie heute durch das Fachprogramm führen. Zu Beginn möchte ich gleich unsere Referenten begrüßen und vorstellen. Zum einen, der mit dem Vortrag beginnt, ist das Christian Dorninger. Er ist bei uns in der Saatbau für die Beratung und das Produktmanagement Mais verantwortlich. Er selbst ist ein Praktiker und ist Landwirt, bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb in Oberösterreich. Als zweiten Referenten darf ich recht herzlich Herrn Diplom-Ingenieur Franz Tiefenthaler begrüßen. Herr Tiefenthaler ist Fütterungsreferent und Berater an der LKO Österreich und arbeitet intensiv mit den Arbeitskreisen Milchvieh und Rindermast zusammen und erstellt dort gemeinsam mit ihnen auch so Fütterungsrationen. Bevor wir an unsere Referenten übergebe, noch ein paar allgemeine Infos, die Lisa schon angekündigt hat. Vielleicht gibt es die eine oder andere Frage. Bitte scheut euch nicht. Nutzt die Gelegenheit und stellt die Fragen im Live-Chat. Ich werde versuchen, sie im Anschluss an die Präsentationen gebündelt an die Referenten zu stellen. Jetzt möchte ich euch schon nicht mehr länger auf die Folter spannen. Lieber Christian, ich übergebe dir jetzt das Wort. Ja, danke Christian. Ich möchte Ihnen heute, guten Abend noch von meiner Seite, ich möchte mich heute dem Thema Silomais näher widmen, und zwar der Erfolg für den Silomais beginnt eigentlich im Stall beginnt eigentlich am Feld. Grundlage wird am Feld gelegt. Ich möchte Ihnen grundsätzlich die Überlegungen näher bringen, womit wir uns beschäftigen im Silomais-Bereich in der Züchtung und vor allem in der Entwicklung. Wir haben 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Wir haben quer über Österreich gleichmäßig verteilt Niederschläge bekommen. Ich habe nur die aktuellen amtlichen Zahlen der AGES aufgeführt. Also wir haben heuer wirklich im Silomais-Bereich Rekordergebnisse. Wenn man sich das ansieht, zum Beispiel die erste Silomais-Gruppe in der amtlichen Prüfung, österreichweit ein Durchschnitt mit 74 Tonnen Grünmasse oder nahezu 24 Tonnen Trockenmasse. Die erste Gruppe im Silomais-Bereich geht bis 290. Also das sind Dinge, wo man vor 10, 15 Jahren das gar nicht für möglich gehalten hätte. Also wenn Wasser da ist, dann ist einiges möglich, und vor allem diese Gruppe knapp unter 300, also diese Mischtypen, es ist schon beeindruckend, dass die wirklich leisten können. Wenn man sich die zweite Gruppe anschaut in der amtlichen Prüfung, die geht bis 370, von 300 bis 370, und da muss man dann wirklich manchmal schon auf 350 hinaufgehen, damit man über diese Guten aus der frühen Gruppe drüber kommt.
Also da ist einiges möglich in dem Bereich, wenn wir Wasser und Wärme haben. Wie gesagt, ein Jahr ist kein Jahr. Beeindruckender, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben eine neue Sorte letztes Jahr vorgestellt, also die war 2020 erstmals im breiten Verkauf, und zwar das war die Sorte Filmeno. Die haben wir zum Beispiel in den Landessortenversuchen, ich habe es unten hingeschrieben, 2019 stehen gehabt, in Bayern, in den bayerischen Landessortenversuchen, im EU-Sortenversuch. Also wenn man sich da vorstellt, 86, 87 Tonnen Grünmasse, das in einem warmen, heißen Jahr, im vergangenen Jahr, mit 25 oder 27 Tonnen Trockenmasse, das sind schon Ergebnisse, die beeindruckend sind. Aber wie gesagt, ein Jahr ist kein Jahr, solche Dinge muss man sich sicher über mehrere Jahre ansehen. Orientierung gibt dann immer dieses Sortenkreuz der AGES, damit man sieht grundsätzlich, was ist an Leistungsfähigkeit da. Wir haben da zwei ganz prominente Vertreter, eine Hauptzellulose-Sorte von uns, der Nuvio, ein 270er, in diesem Bereich bis 290 ganz oben. Wir haben aber auch da drinnen einen Amello, der ist 250er, mitten unter späteren steht. Also die Dinge können schon was, aber Ertrag ist, wie gesagt, an dieser ganzen Sache nur eine Seite. Ertrag haben wir mal am Feld, ist es konservierbar, was kommt bei der Kuh an? Da haben wir doch erhebliche Unterschiede und in den vergangenen Jahren uns mit einigen Dingen beschäftigt. Wie gesagt, ich möchte jetzt mal den Ertrag ausklammern, da können Sie sich überall in den Versuchen kundig machen. Und dass wir vorne dabei sind, das sieht man an sich auf den Ertragskreuzen. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Dingen, was brauche ich alles noch, um das auch in Leistung umzusetzen. Ich habe das gegliedert in einige Eigenschaften, die Eigenschaften einmal am Feld. Da kommt es auf gewisse Dinge an, ansonsten hilft mir die Menge gar nichts. Dann ist die Frage, ob das auch silierbar ist, was ich da ernte. Da gibt es Riesenunterschiede. Man kann vieles von dem, was man nach Hause bringt, nicht bis zur Kuh bringen. Und vor allem ist es nachher dann umsetzbar in Leistung. Das sind erhebliche Differenzen und das ist es wert, dass man wirklich genauer hinsieht. Wie gesagt, der Silo besteht aus zwei Teilen und der Kolben ist nur gerade mal etwas mehr als die Hälfte. Und die Kosten sind die gleichen, also warum soll man nicht auf den anderen Teil schauen? Ich habe Ihnen hier eine Grafik an die Wand, also eingeblendet von der AMA. Hier sehen Sie die nennenswerten Silomaisgebiete. Also wenn wir sehen zum Beispiel, wir haben im N-Viertel über das Müllviertel, dann das südliche Westbahngebiet, Waldviertel und in gewissen Bereichen Obersteiermark und Kärnten die größten Silomaisvorkommen. Was zeichnet diese Gebiete aus? Es sind eher schwerere Böden, etwas mehr Niederschläge, kältere Lagen und das sind Dinge, auf die man einfach Rücksicht nehmen muss. Wenn Sie wissen, wir haben in Österreich zur Registrierung eine Körnermaisprüfung. Eine Sorte muss erst als Körnermais eingetragen werden, damit sie im Zuchtbuch steht und dann in die Silomaisprüfung kann. Und diese Körnermaisprüfungsstandorte sind eher warme Standorte und da sind diese gewisse Dinge nicht gefordert, die wir aber im Silomaisbereich brauchen. Wir haben vor 12 Jahren in dieser Appalenz begonnen, ein Zuchtprogramm zu starten, wo wir uns mit zusätzlichen Dingen befassen. Und jetzt nach 12 Jahren haben wir heuer erstmals zwei Sorten vorstellen können, die aus diesem Zuchtprogramm herauskommen. Und uns ist es, wir vermarkten derzeit über 90 Sorten quer über Europa. Aber wir haben ein Branding geschaffen, ein Branding, das ich Ihnen nachher vorstellen möchte, wo jetzt aus diesem Screening einige Sorten herauskommen, die mit diesem Branding gekennzeichnet werden. Und zwar ist es uns erstmals gelungen, für den Silomaisbereich eine Generation, da kommen jetzt einige Linien, Sorten mit einigen Linien daher, die wirklich in sämtlichen relevanten Bereichen des Silomaises eine Verbesserung bringen. Also das heißt, wir haben eine Verbesserung in den Pflanzeneigenschaften und gleichzeitig auch in den Qualitätseigenschaften. Ertrag ist natürlich vorausgesetzt, ansonsten würden wir diese Dinge nicht registrieren und vermarkten können. Das heißt, hohes Ertragsniveau mit Qualität und perfekten Eigenschaften wird bei uns gekennzeichnet, diese neue Generation mit MME. Wie ich immer sage, entscheidend, was herauskommt, nämlich Milk, Meat, Energy, also alles das, wofür Silomais verwendet werden kann. Und Sinnbild dafür ist eigentlich hier ein Foto von unserem Zuchtgarten. Wir haben aber tausende Kreuzungen hier durch dieses Screening durchgeschickt. Nur als Vergleich, wir haben, wie gesagt, in Schönring macht jährlich, unsere Zuchtstation macht jährlich etwas über 100.000 Versuchsparzellen
Und wenn Sie das über 12 Jahre aufrechnen, was da an Kreuzungen durchgeschleust worden ist und untersucht wurde, und hier sind die ersten Hybriden der Generation, einer neuen Generation da. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, aus welchem Gesichtspunkt wir das Ganze betrachten und worauf wir Rücksicht nehmen. Schauen wir uns die Eigenschaften am Feld an. Wie ich schon gesagt habe, diese Anbaugebiete für Silomais sind etwas außer den Grundlagen. Es sind kühlere Böden, es sind mehr Niederschläge. Es kommt auf einige Dinge mehr an als nur auf Ertrag. Und zwar, wir schauen uns mal die Jugendentwicklung an. Hier gehen wir auch gleichzeitig über unser Prüfnetz in kühlere Regionen, also in nördliche Länder auch, wo wir das Prüfnetz auch haben. Eine Eigenschaft, die an sich normalerweise nicht untersucht wird, auch bei der Könnermaisprüfung, ist die Kältetoleranz. Hier haben wir gewisse Standorte, teilweise im Ausland, aber auch heuer in kühleren Regionen, wo man das sehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kurzum, die Wüchsigkeit und Robustheit, speziell im Jugendbereich, wenn man so sagen kann, von einer Pflanze. Und das sind Schlüsselfunktionen. Wir haben es speziell im vergangenen Jahr gesehen, wenn wir in der Auflaufphase und den ersten paar Wochen kühlere Böden haben, immer wieder Niederschläge haben, sie teilweise die Unkrautbekämpfung verschieben müssen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Kältetoleranz, Robustheit einer Sorte eine Schlüsselposition einnimmt in der Unkrautbekämpfung. Wenn Sie das verschieben müssen, wenn Sie da später rauskommen, ist es immer so, je schneller von der Pflanze der Wirkstoff abgebaut wird, desto leichter kommt sie aus diesem Bereich heraus. Die Kolbenanlage wird zwischen 4 und 8 Blättern gemacht. Und wenn Sie sich erinnern, zum Beispiel vergangenes Jahr, war die Witterung in dem Bereich ja nicht unbedingt am allerrosigsten. Diese Robustheit ist auch gleichzeitig, speziell im Jugendentwicklungsbereich, ein Schlüssel, um zum Beispiel den Beulenbrand vorzubeugen. Immer dann, wenn die Pflanze in Stress kommt und Verletzungen hat, ist eine Infektionsgefahr da. Sommerlager-Stängelbruch wird sehr, sehr gut durch die Körnermaisprüfung abgedeckt. Wir haben da Standorte, wo die Sorten sehr, sehr lange stehen, bis zu einer Körnerreife von 22-23%. Da sieht man schon, ob die Pflanzen Stängelbruch haben. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Bilder dazu zeigen, damit Sie ungefähr wissen, was ich meine. Die Saat Polenz ist bekannt dafür, im Silomais-Bereich Hybriden zu haben, die eine sehr gute Jugendentwicklung haben. Ich verweise auf einen Angelo, der damals eine absolute Neuheit war, wie der gekommen ist, oder eine der größten Sorten in Österreich derzeit im Silomais-Bereich, der Danubio, ein Drei-Wege-Hybrid, der äußerst robust ist und eine ganz gute Jugendentwicklung hat. Und wenn Sie ihn da jetzt anschauen, auf dem großen Bild hier, da ist nochmal eins draufgesetzt mit einem Filmeno. Also das ist wirklich beeindruckend, was der in so einer Grenzzeit, wie es heuer im Mai war, wenn es wirklich teilweise Tage dabei sind, Bodentemperaturen, die an der Wachstumsgrenze sind, wo der eigentlich immer noch gewachsen ist, wo andere, gerade speziell Zahnmaishybride, dann meistens gestanden sind. Rechts zum Beispiel sehen wir den Amello, ein 250er, der ebenfalls eins auf die derzeitige Genetik noch einmal eins draufsetzt. Ein 250er, der wirklich beeindruckende Ergebnisse bringt und auch für kühle Lagen sehr gut geeignet ist. Ich habe jetzt das ganze Sortiment an registrierten Sorten in Österreich aufgeführt, also da sind wir in der Größenordnung von denen, die derzeit vermarktet werden, von nahezu 200. Unten einfach gekennzeichnet mal durch Reifezahlen, da stehen nicht alle dort, weil sie nicht Platz haben. Aber jede Linie steht für eine Sorte und Sie sehen blau die Trendlinie. Das heißt natürlich, je später man von der Reife wird, desto schlechter wird die Jugendentwicklung. Das heißt natürlich auch, ist irgendwie logisch, man kommt grundsätzlich in den Zahnmaisbereich hinein, da wird die Jugendentwicklung schlechter. Höhere Reifezahlen haben einen höheren Wärmebedarf und da ist natürlich die Jugendentwicklung abnehmend. Sie sehen aber hier zum Beispiel eine kleine rote Linie, das ist dieser Amello, der mit einem 8er Top eingestuft ist, oder den Atlantico, ein 270er von uns, ein neuer, der nachkommt, wo es ja leider noch fast kein Sakko gibt, die wirklich da eben oben eins noch draufsetzen. Und wir haben gesagt, wenn wir von Silomais sprechen und unter diesem Branding MME, Milk Meat Energy, setzen wir uns grundsätzlich zum Ziel, oder würde ich sagen, wenn ich mir eine Silomais-Sorte aussuche, sie sollte Minimum in den obersten 3 Bonitourenstufen sein. Also als Untergrenze ein 7er haben, 8 ist noch besser, wie es zum Beispiel der Amello hat, oder jetzt absolut top der Atlantico mit einem 9er. Wenn man das als Maßstab ansetzt, dann sieht man, dass wir eigentlich derzeit im registrierten Sortiment gerade ein bisschen mehr als ein Drittel von Sorten haben, die diese Jugendentwicklung erreichen. Das brauchen wir aber für diese Regionen, wo wir vorhin im Silomais gesprochen haben.
Das heißt, wenn der Ertrag passt, ist aber trotzdem die Frage, habe ich genügend Auswahl, wenn ich mir einen Mindeststandard in der Jugendentwicklung suche. Und den möchte ich in meinem Silium also auf alle Fälle haben. Ein weiterer Aspekt ist die Kältetoleranz. Die wird offiziell nicht geprüft oder nicht bonetiert. Wir machen in unseren Versuchen und auch in unserem Versuchsnetzwerk, und da greifen wir dann immer wieder auf die Erfahrungen aus den nordeuropäischen Ländern zurück und Versuchsstationen, eine Einstufung in Kältetoleranz. Das ist natürlich in den Körnermaisregionen Oberösterreichs, Österreichs in den letzten Jahren kaum festzustellen gewesen. 2020 vielleicht teilweise, aber in den Siliomaisregionen sehr wohl. Wenn Sie schwere Böden haben und so wie im vergangenen Jahr einfach alle paar Tage Niederschlag kommt, dann sind die grundsätzlich mal kalt. Sie sehen das hier an den Pflanzen. Phosphoraufnahme ist gehemmt, rote Blätter, der Mais steht über Tage. Wenn es natürlich dann zu so einem Zeitpunkt nur mit einer Unkrautbekämpfung kommen, vielleicht nur mit einem Sulfonylharnstoff, dann helfen es der Pflanze nicht unbedingt. Ein ganz gutes Beispiel ist jetzt das Bild in der nächsten, im nächsten Chart, das ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar haben wir bei einem Landwirt den neuen Filmeno ausgebracht und am Rand, am Drehtocker, wo sich die beiden Sorten überschneiden, sieht man sehr deutlich, was ich mit Jugendentwicklung und Kältetoleranz meine. Sie sehen da grundsätzlich die Differenz zwischen einem 290er und dem Filmeno. Also die sind beide gleich ausgesät worden und Sie sehen, wie der eine auf längere Phasen grenzwertiger Temperatur reagiert. Und das, wenn Sie das dann noch kombinieren, zum Beispiel wie es letztes Jahr war, wenn Sie immer warten, bis irgendwann die Unkrautbekämpfung machen können und da gleichzeitig in die Phase noch hineinkommen, dann ist das ein Problem. Gleichzeitig muss man eins dazu sagen, wenn Sie es da schauen, in diesem Bereich zwischen 4 und 6 und 8 Blättern, in diesem Bereich genau, wird die Kolbenanlage gemacht. Ja, und wie gesagt, wenn wir da ein ungünstiges Jahr haben und einen ungünstigen Standort, dann sehen Sie schon, dass Sie da grundsätzlich mit den Möglichkeiten beschränkt sind. Also im Silomaisbereich ist für mich, für nahezu alle Regionen, Jugendentwicklung und Kältetoleranz ein ganz entscheidendes Merkmal, das man eigentlich beachten sollte. Und da fehlt sehr, sehr vieles von dem, was momentan durch die Körnermaisprüfung durchgeht, aus. Zusammengefasst das Thema Standfestigkeit. Als Silomais-Anbauer wissen Sie, dass man grundsätzlich in manchen Jahren mit Sommerstürmen, wenn die größte Wüchsigkeit ist, vor den Pfannenschieben mit Sommerlager rechnen kann. Passiert ab und zu immer wieder. Es gibt aber auch hier Unterschiede. Und dann ist das Thema Stängelbruch. Bei Stängelbruch wird grundsätzlich bonetiert, wie viel Prozent der Pflanzen bei der Ernte, bei der Körnermaisernte gebrochen sind. Und da wird natürlich nicht sehr stark differiert, aber die Ursache für Stängelbruch könnte mehrere Gründe haben. In dem Fall ist natürlich, habe ich Ihnen hier die Fotos von einer Ursache gezeigt, aufgelistet, die wir uns alle nicht wünschen. Sie sehen dann so einen Stamm, wir kennen das grundsätzlich schon an der Farbe, er wird dann weich. Wenn man aufreißt, sehen Sie hier, der Pilz befällt die Internodien und die Knoten und er wird dann weich. Und dann ist die Frage, wie lang steht die Sache noch und steht es bis zum Schluss? Ist im Körnermaisbereich sicher mehr Thema. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, es kann schon früher beginnen und auf Stress stellen. Und was ich auch noch anmerken möchte, das ist, was man da rechts sieht, diese Dinge möchte ich grundsätzlich auch nicht im Silo haben, auch wenn er nicht umfällt. Also das sind Dinge, die man auch beachten muss, auch wenn es vielleicht nicht bricht, aber sehr, sehr vieles vom späteren Material, von wärmeliebenden Körnermaissorten, steht dann unter Stress und reagiert mit Stängelfusarium auf kühlen, feuchten Stressstandorten. Wiederum bewährtes Bild. Ich habe Ihnen sämtliche in Österreich registrierten Sorten aufgeführt und habe die Bonituren addiert von Sommerlager und von Stängelbruch und habe das dann invers angeführt, also umgekehrt. Also ich habe Sommerlager und Stängelbruch addiert und habe es von 10 runtergezählt. Ja. Das heißt, dass oben das Beste ist und wir sehen hier wiederum zum Beispiel Anamello mit Einstufung 6, also 2 im Stängelbruch und 2 im Sommerlager. Wir sehen hier auch den neuen Atlantico-Rot, auch mit einem 6, also Top-Material. Die Körnermaisprüfung in Österreich, wie ich schon gesagt habe, das steht in warmen Regionen sehr, sehr lange, hat dazu geführt, wenn man sagt, okay, nehmen wir Durchschnitt 2,5, 2 maximal 3 im Sommerlager oder 2 maximal 3 im Stängelbruch. Wenn ich mir das als Grenze setze, und das haben wir uns gesetzt für unsere MME-Einstufung, dann sieht man, im Schnitt erreichen 75% der registrierten Sorten diese Einstufung,
Aber wie schon gesagt, Stängelbruch müsste man dann schauen, was der Hintergrund ist. Wenn es Stängelfusarium ist, ist es, was in mir in feuchten Gebieten manchmal zum Problem werden kann, wenn er unter Stress gestellt wird. Hier habe ich sowas. Ich habe Ihnen hier aus dem Zentralraum Oberösterreichs so ein Bild, das ist in dem Fall aus dem September. Hier sieht man schon, wenn Sie da den Mauszeiger verfolgen, direkt einige Stellen, wo es schon beginnt, wo man sieht, da spielt sich etwas ab, und wenn man dann hineingeht, dann sieht man, dass auf diesen einzelnen Stellen, wenn der Mais längere Zeit eigentlich in feuchten, kühlen Böden steht, dass sich hier das Stängelfusarium schon ausgebreitet hat. Das heißt, wenn es dann so ist wie im vergangenen Jahr, dass sie dann die Ernte um eine und noch eine Woche verschieben müssen, weil die Witterung nicht passt, dann werden diese Dinge mehr. Ja. Es ist die Frage an dem Ganzen, bringen Sie es rein, dann haben Sie es zwar dabei, drin haben mich das nicht unbedingt. Es ist einmal grundsätzlicher Verlust, und das, was man sich grundsätzlich zum Silieren wünscht, ist nicht dabei. Das heißt, mittelmäßige Standfestigkeit in feucht kühlen Lagen, auf schweren Böden, kann sie manchmal bitter rächen. Hier sehen wir dann sowas auf dem rechten Bild. Wenn es dann, wie es in dem Fall bei einem von unseren Versuchslandwirte war, wenn man dann was stehen lässt, wenn man sagt, die braucht nicht alles und möchte es dann dreschen, oder wenn es womöglich wirklich irrsinnig lang nicht geht, dann sieht man dann schon, dass sich die Spreu sehr stark vom Weizen trennt. Ja. Was ist Standfestigkeit und was kann dieses Stängelfusarium auf solchen Standorten dann machen? Das heißt, das sind wirklich schwere, feuchte Standorte, womöglich Mais auf Mais sind da eher mehr gefährdet als andere. Und da ist sehr wohl ein gewisser Unterschied. Und das ist wichtig, dass man sich die Sorten dann vor Ort anschaut und nicht in den reinen Körnermaisgebieten. Gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir zu den Siliereigenschaften. Ich habe das mal so genannt, weil die Frage ist, okay, jetzt habe ich geerntet. Bringe ich es überhaupt bis zur Kuh? Sie haben es vorhin gesehen, auf so Ertragskreuzen, man sieht maximal wie viel. Ja? Man sieht die Menge. Man kann dann nur ablesen, ist er früher oder ist er später. Aber was heißt das? Also bei den Siliereigenschaften ist meiner Meinung nach eines der Schlüsselpositionen, bringe ich es überhaupt bis zur Kuh. Ja, nur vom Gewicht alleine habe ich nichts. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Blattgesundheit. Wir werden es dann nachher noch sehen, auf totem Material kriegen es Mikroorganismen. Speziell, ich erinnere wieder an den Herbst 2020, jeden zweiten, dritten Tag Niederschlag, die Pflanze wird tagelang nicht trocken und auf toter Materie wächst was. Sie sehen das, Sie sind das zum Beispiel gewohnt auch vom Weizen. Wenn es in mehreren Wochen regnet, macht es gar nichts. Wenn es zwei Wochen oder eine Woche vor dem Weizendreschen ein, zwei Tage regnet, haben sie sofort den Graustich drauf. Also auf toter Materie wachsen Mikroorganismen, und die bringen natürlich im Silomais mit nach Hause. Pflanzengesundheit, Fusarium, habe ich Ihnen schon vorher gesagt, das ist dieses Stängelfusarium, Körnerfusarium wird bei Silomais zu dem Zeitpunkt eher nicht auftreten. Ja, und dann ist die Sache mit dem Stay Green. Ja. Die Pflanze soll an sich bis zum Schluss aktiv assimilieren. So eine aktive Assimilierung ist ganz wichtig für die Zuckerbildung. Ich möchte Ihnen nachher noch zeigen. Wir haben da, wie gesagt, teilweise Laborwerte, wo wir im ersten Moment nachgefragt haben, stimmt das schon? Weil wir einfach die zwei- bis dreifache Menge des Zielwerts haben. Wenn die Pflanze selber voll aktiv ist und die Witterung passt und die assimiliert, aber das Korn fertig ist, dann macht die Zucker ohne Ende immer noch, weil sie noch wirklich wächst, und lagert es teilweise im Stängel ein. Wenn sie grün ist, kann ich durchaus noch schauen, ob die Stärkeeinlagerung passt und die Stärkeeinlagerung voll ausnützen bis zum Schluss. Gesundes Ausgangsmaterial. Ich tue mir bei solchen Dingen natürlich wesentlich leichter bei der Verdichtung. Dann habe ich weniger Luft drinnen. Wir wissen selber, wenn die Ernteketten kommen und man ist entweder zu spät dran oder das Material ist nicht trocken, sie bringen die Luft gar nicht raus. Und solange Luft ist, sind diese Mikroorganismen, die auf dem toten Material drauf sind, fähig, sich zu vermehren. Und was natürlich sie letztes Jahr gezeigt hat, eine grüne, intakte Pflanze macht mich natürlich flexibler bei der Ernte. Schauen wir uns das an. Wir haben einmal grundsätzlich diese Blattflecken, wo die linken drei Bilder sind, ja, zusammengefasst unter dem Oberbegriff Helminthosporium turcicum. Man müsste es eigentlich unterteilen, aber im Effekt ist das Gleiche. Dann haben wir diese Augenflecken, Carpaceller, die in manchen Gebieten, in manchen Jahren wirklich auch bösartig zuschlagen können. Ist nicht sehr oft, aber ist möglich. Ja, Maisrost ist auch ein Thema. Und wie gesagt, diese Dinge werden, wenn man gerade speziell, wenn man Mais auf Mais hat, natürlich auch mehr.
Hier sehen wir so ein Bild. Ich habe das seinerzeit mal bei einem Landeskammerversuch in Oberösterreich gemacht. Diese beiden Sorten, die Sie da sehen, links und rechts, haben dieselbe Reifezahl. Und erstaunlicherweise waren sie nachher bei der Auswertung auf weniger als 1% Trockensubstanz beisammen. Das heißt, diese optische Erscheinung heißt wirklich nicht, dass sie auch früher ist. Ja. Also man könnte vielleicht auf mehr Ertragsverlust noch verzichten, weil die Blattmasse macht manchmal 10-11% maximal aus. Aber der Siliereffekt ist einfach brutal. Und eins kommt dazu, wenn die Abreife geschädigt ist, wenn die Blattabreife geschädigt ist, dann ist die Wasserabgabe nicht in Ordnung. Das heißt, Sie haben einen nassen Stängel, vielleicht einen nassen Kolben, während nebenbei eigentlich die Pflanze eine wesentlich bessere harmonischere Abreife hat. Sie gibt das Wasser ab und gleichzeitig gibt es das Wasser aus dem Stängel ab und schaut aber optisch ganz anders aus. Das heißt, gesünder heißt nicht automatisch, kränker heißt nicht automatisch, dass sie früher ist, oder gesünder heißt nicht, dass die Sorte auch wirklich später ist. Aber die Eigenschaften sind wesentlich interessanter und in der Silierbarkeit besser. Hier sehen wir sowas, war Paradebeispiel aus dem vergangenen Jahr, wenn das Pflanzenmaterial tot ist und Sie können aus irgendwelchen Gründen nicht hinein, dort drauf wächst alles und das bringen Sie dann in den Silo hinein. Das ist schlecht zum Verdichten, Sie haben noch Sauerstoff drinnen und die vermehren Sie so lange, bis A der Sauerstoff aus ist und B der pH-Wert abgesenkt ist auf rund 4,5. So lange vermehren Sie die. Und wenn es dann wieder anstechen und der Sauerstoff dazukommt, dann geht es mit Vollgas wieder los. Und das ist genau dieser Effekt, wo es dann, wenn Sie einen Silo anstechen, wenn er warm wird. Und Sie können sich am Feld noch so bemühen, wenn durch mangelnde Verdichtung und den Sauerstoff und diesen Besatz der Mikroorganismenbesatz so hoch ist und sich der Silo erwärmt, 10 Grad Erwärmung machen am Tag 0,1 Megajoule. Also auf der einen Seite bemüht man sich und da geht dann eigentlich relativ viel den Bach runter und das ist ganz wichtig, dass man da natürlich ein besonderes Augenmerk drauf legt. Speziell ganz viel ist im unteren Bereich und wenn Sie solche Dinge haben und Sie können es entbehren, würde ich Sie bitten, unbedingt etwas höher häckseln. Da unten ist sind die meisten Problemfälle drauf und gleichzeitig ist der untere Teil der am wenigsten verdauliche. Das wünschen wir uns, linker Hand und rechter Hand, ein Filmeno-Bestand, grün bis zum Abwinken, wenn man so sagen kann, also grün bis zur physiologischen Reife, wie wir es links sehen, also an Körnerstärke geht da nicht mehr rein. Sie haben die physiologische Reife, diesen Black Layer und die Pflanze assimiliert immer noch. Und wenn die Witterung passt, wenn Sie da eine schöne Witterung haben, kühle Nächte, schöne klare Tage, dann lagert die Zucker ein und da können Sie auf Zuckergehalte kommen und das hilft nur beim Silieren. Und nebenbei, wenn es grün ist, ist es gesund. Und rechts sieht man dann, das ist in dem Fall, wenn man sogar dreschen möchte, Sie sehen dann auch ein bisschen, da beginnen dann der Rotfärbung der Stängel. Wenn es den Zucker nicht mehr ganz reinbringt in den Kolben, dann wird diese Zuckereinlagerung wird oftmals, nicht immer, aber durch die rote Farbe angezeigt. Ja, und zum Schluss geht es um die Qualität. Das heißt, ich habe es bis zur Kuh gebracht und ist die Frage, ist es in Leistung umsetzbar? Da kann Ihnen dann sicherlich der Herr Diplom-Ingenieur Tiefenthaler mehr sagen als ich. Das Einzige, was wir natürlich grundsätzlich immer machen, das ist, wir schauen uns in den letzten Jahren einfach an, wir analysieren die Sorten. Wenn Sie noch so Ergebnisse anschauen, dann gibt es vielleicht noch den einen, der ein bisschen was zu, oder anderen, der ein bisschen was zur Stärke sagt und viel Stärke ist gut. Es kann aber auch zu viel sein. Das werden Sie wahrscheinlich beim Herrn Tiefenthaler noch hören. Aber grundsätzlich, wir schauen uns die Stärke an und wer die Fachpresse gelesen hat in den vergangenen Jahren, ist eine gewisse Zeit lang sehr, sehr viel diskutiert worden bei sehr hohen Maisrationen über die Beibassstärke. Speziell wenn Mais 4, 5, 6 Monate im Silo drinnen ist, wird die Körnerstärke immer schneller verdaulich. Wer sich dieses Themas mehr bewusst wird und auf Beibassstärke Wert legt, und das tun wir teilweise auch, ist so, dass wir schauen, welche Stärke, und wir geben grundsätzlich den Tipp, etwas Hartmais im Silo Mais zu suchen. Das hat mehrere Gründe. Ich habe Ihnen hier einige Körner auseinandergeschnitten, links Hartmaiskörner, rechts Sandmaiskörner. Und Sie sehen, der Anteil an glasiger Stärke ist bei den Hartmaiskörnern deutlich höher.
diese Stärke hat halt den Vorteil, dass ein gewissen Teil mehr pansenstabil ist und im Dünndarm umgesetzt wird in Energie, hat gewisse andere Vorteile auch, weil die Hartmeise, grundsätzlich die Gruppe der Hartmeise, im Frühjahr robuster und schnell in der Jugendentwicklung ist. Muss aber dazu sagen, ein bisschen mehr Anforderungen an die Technik in der Kornaufbereitung hat sie schon. Das muss man auf alle Fälle dazu sagen. Aber grundsätzlich sind die Typen etwas robuster. Zahnmeise, sie sehen mehr mehlige Stärke und vom Wärmeempfinden sind das Sortentypen, die eher mehr Wärme brauchen. Wenn Sie die genannten Vorteile von Hartmeise in Anspruch nehmen wollen, habe ich noch hier wieder das ganze Sortiment aufgeführt. Sie sehen natürlich, wenn wir in die späteren Reifezahlen kommen, über 300, kommen Sie automatisch in das Zahnmeissegment. Aber wenn Sie sagen, ich möchte auf alle Fälle die Hälfte oder etwas mehr Hartmeiß drinnen haben, weil ich in kühleren Lagen bin, dann haben wir nur 20% der Sorten, die wirklich 50 oder mehr Prozent Hartmeiß in der Genetik haben. Und das sagt auch einiges aus. Und wenn man diese Dinge sich alle anschaut, eine gute Jugendentwicklung, also hoher Ertrag, gute Jugendentwicklung, gute Standfestigkeit, Kältetoleranz, Korntyp Hartmeiß, dann verstehen Sie, warum wir relativ stolz sind, dass wir da jetzt eine neue Generation bringen können. Durch diesen Raster müssen Sie grundsätzlich mal durchkommen. Und hier sehen wir wieder, rot eingefärbt, unser Amello, der 250er, der wirklich, ja, vor einigen Jahren hat man 270er gehabt, die dieses Ertragspotenzial nicht haben. Oder wenn Sie noch anschauen, die zweite Sorte hier, der Atlantico, unser 290er, der ebenfalls zu drei Viertel aus Hartmeiß besteht, dann sind das schon ganz beeindruckende Typen. Ja, und dann der zweite Schritt der Silomais-Qualität ist die Verdaulichkeit. Schauen Sie noch das linke Bild an, das ist also ein typisches Bild und es ist in den vergangenen Jahren in der Körnermeiszüchtung sind entscheidende Fortschritte gemacht worden in der Standfestigkeit. Sie haben es vorhin gesehen. Standfestigkeit ist ein sehr, sehr Stängelbruch, Sommerlager, es sind sehr große Fortschritte gemacht worden. Nur die Frage ist, wie wird die Standfestigkeit gemacht? Wird sie mit Holz gemacht? Dann haben wir im Silomaisbereich eigentlich nichts davon. Dann führen wir einen Kolben nach Hause und der Rest ist ein Problem. Und für eine ordentliche Gesamtration ist eine verdauliche Pflanze und schließlich ist das fast die Hälfte vom Silo ganz, ganz wichtig. Wir haben begonnen vor 12 Jahren mit 48-Stunden-Analysen, also in 48 Stunden Verdaulichkeit der Faser, NDF, in Pansensaft. Und haben seit 10 Jahren lassen wir parallel in 24 Stunden mitlaufen. Ich habe hier zum Beispiel Sammlung der Werte aus dem 2019er Jahr aufgezeigt. Sie sehen natürlich, wenn Sie unten schauen, unten ist die Trockensubstanz aufgetragen, dann sieht man natürlich auch, dass ein gewisser Teil zu spät von den Versuchen reingekommen ist. Das sind dann Landwirte gewesen, die entweder das übersehen haben oder wir haben nicht gleichzeitig überall sein können. Und das streut natürlich. Ja? Da gibt es bessere und schlechtere. Aber wenn man sich das Ganze dann in 24 Stunden anschaut, und das ist ganz interessant, weil es mir erstens für die Ration wichtig ist, wenn es dazu passt zum Gras, zum jungen, vielschnittigen Gras, da streut es schon wesentlich mehr. Und mir hilft die ganze Stärke nicht, wenn ich es nicht durch die Kuh durchbringe. Wenn es nicht verdaulich ist, dann kann ich Stärke haben. Wenn es nicht durch den Magen durchgeht, dann bringt es. Wichtig ist grundsätzlich die Verdaulichkeit und der Durchsatz. Und da sehen Sie schon zwei Punkte drauf. Einer, das ist dieselbe Sorte, in 24 und in 48 Stunden. Und das ist also ein pflanzenbetonter Typ, der eine sehr, sehr gute Verdaulichkeit hat. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. Das ist der Filmeno. Ja. Das ist ein 290er, wie ich schon gesagt habe, mit einer wahnsinnigen Jugendentwicklung, einer enormen Blattgesundheit. Und der sticht da wirklich sehr, sehr schön heraus. Wir haben da öfter so Highlights mit guten Werten. Aber wenn man dann schaut, passt die Jugendentwicklung, passt die Standfestigkeit, ist er gesund, passt die Blattabreife, dann wird es manchmal einfach eng. Und wie gesagt, wir vertreiben derzeit sehr viel Material, aber diese Einstufung haben wir derzeit auf sehr wenigen. Wir haben im Laufe der Jahre über 318 Sorten, die grundsätzlich das Ertragsniveau mal haben, durch diese Verdaulichkeitsanalysen durchgelassen. Jetzt gibt es natürlich Jahres- und Standortsunterschiede und das ist der Grund, warum ich das hier relativ angeführt habe. Wir haben ja die 318 Sorten angeführt. Und im Schnitt über die Jahre sind wir auf 52,4. Das schwankt natürlich von Jahren von Standort. Das ist der Grund, warum wir das relativ machen. Unser Ziel ist es,
mit dem neuen Material immer 2% über dem Versuchsdurchschnitt zu sein. Und glauben Sie mir, 2% ist nicht leicht und ist sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte von 52,4 auf 54,4 kommen, dann muss ich, wenn ich es relativ umlege, die Latte ungefähr bei 103,9 anlegen. Ja? Und wenn wir das so machen, dann haben wir nur mehr 12% Material und das sind unsere eigenen und da sind auch Konkurrenzsorten drinnen gestanden im Laufe der Jahre, dann gibt es nur 12%, das diese Hürde schafft. Das ist wirklich eine knallharte Nuss. Speziell muss man da manchmal wirklich Material wegwerfen, das gute Erträge hat, aber wie gesagt, durch diesen Raster nicht durchkommt. Und genetisch, man sieht es ja dann teilweise, es gibt oft Körnermeißsorten, die fabelhafte Körnerträge haben und die aber da hinten liegen. Ja. Und wie gesagt, der Kolben ist nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Zusammenfassend, wir selektieren international, weil wir einfach kalte Standorte genauso brauchen und auch die Umweltstabilität zu sehen und vor Ort auf Ertrag, diese Robustheit, die ich angesprochen habe, auf diese Lieh-Eigenschaften, das hat eine enorme Bedeutung, bringe ich es überhaupt bis zur Kuh, auf die Gesundheit. Und dann schauen wir uns die Verdaulichkeit des Ausgangsmaterials an, also das, was vom Feld geerntet wird, nicht nach dem Silieren. Also wir wollen wissen, was das Material kann, nicht nach gewisse Siliervorgänge, die dann teilweise Probleme bereitet haben können. In 24 und in 48 Stunden. Ja. Also zusätzlich zur Ertrag, Robustheit und Qualität und Gesundheit noch die Verdaulichkeit. Und da sind wir besonders stolz drauf. Wir haben einen 250er, den Amello und den Filmeno mit 290. Das sind wirklich Meilensteine in jeder einzelnen Eigenschaft. Ja. Und zwei neue kommen noch. Das ist der Atlantico. Aber ich will nicht allzu viel davon reden, weil von dem gibt es fast gar keinen Saatgut. Und den Serrano, der jetzt in mehreren Ländern gleichzeitig kommen wird, wo es aber noch gar kein Saatgut gibt. Kurzum, wenn Sie dieses Branding MME sehen, Milk Meat Energy, und genau das wollen wir und darauf kommt es an, entscheidend ist, was rauskommt. Und dann können Sie dann sicher sein, dass wirklich in den Pflanzeneigenschaften am Feld und in den Qualitätseigenschaften wirklich ein ganz strenges Auswahlverfahren hinter sich haben und das Ganze wirklich mehrjährig angeschaut worden ist. Also entscheidend ist, was am Schluss rauskommt und was es bringt. Vielleicht noch ein paar Worte, wie es zu sowas kommen, wie es zu unseren Sorten kommen. Es gibt den Maisbutler, der jetzt das zweite Jahr gelaufen ist und heuer das dritte Jahr kommt. Sie wenden sich an Ihren Landesproduktenhändler oder Filialleiter oder an einen Mitarbeiter der Saatpalenz, einen Sortenberater, und nehmen Kontakt auf mit uns. Und ab 20 Einheiten wird die Ware im Februar oder im März kostenlos zugestellt und Sie brauchen sich keine Sorgen machen, ob zu dem Zeitpunkt der Lockdown ist oder nicht. Und das ist unabhängig vom Frühbezugrabatt, der heuer wiederum 10 Euro ist bei Bestellung innerhalb der Frist. Abschließend möchte ich nur sagen, wir haben uns mit Silomais wirklich die Jahre her sehr, sehr stark beschäftigt und wir hören nicht bei der Waage auf. Wir schauen gemeinsam weiter hinein in die Materie. Und entscheidend ist, wie ich schon gesagt habe, was am Schluss rauskommt. Und wir haben genau hingeschaut. Und ich hoffe, ich habe Ihnen näher bringen können, was uns daran liegt. Und in Relation ist Silomais sicherlich schwieriger als Körnermais. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns jetzt auch noch über das Forum, über den Chat. Dankeschön. Vielen Dank, Christian, für deinen interessanten Vortrag zum Thema neue Silomaisgenetik und deren Qualitätsansprüchen. Man hat ganz genau heraushören können, dass sich nicht immer alles um den Ertrag dreht, sondern auch Qualität sehr entscheidend ist. Nun zum zweiten Vortrag an diesem Abend. Bitte, Herr Tiefenthaler, das Wort gehört Ihnen. Hier machen darf. Maissilage in der Fütterung oder aus Sicht der Fütterung reden kann. Ich möchte meinen Vortrag in mehrere Teile gliedern. Und zwar ein paar Gedanken möchte ich mir machen über die Silagequalität in Österreich allgemein. Wie schaut es überhaupt mit der Qualität aus? Wie gut ist die Maissilagequalität? Welche Nährstoffgehalte erwarten wir und welche haben wir? Wie sieht es auch mit der Gärqualität aus?
Gibt es Probleme? Ich würde sagen, jawohl, es gibt doch erhebliche Probleme mit den Maissilagen auf den Betrieben. Wir haben hauptsächlich Probleme mit der Verdichtung. Das hat Herr Dohlinger schon angesprochen. Auch mit Nacherwärmung haben wir stets immer wieder zu kämpfen. Das kennen viele Praktiker vom Betrieb zu Hause wahrscheinlich mit leidvoller Erfahrung. Dann auch noch ein Blick zur Verdaulichkeit der ganzen Pflanze, der Restpflanze und des Kolbens. Und eine Zusammenfassung möchte ich dann noch geben. Schauen wir uns den ersten Bereich an. Silo Mais hat eine große Ausdehnung. Ich habe mir die aktuellen Daten des Grünen Berichts angeschaut. In Österreich wurden letztes Jahr 86.000 Hektar Silo Mais angebaut und ungefähr 200.000 Hektar Körnermais. Das ergibt in Summe fast 300.000 Hektar Maisanbau in Österreich aktuell. Der Silo Mais also macht ca. ein Drittel dieser Fläche aus. Also wir sprechen doch von einer erheblichen Ackerkultur mit einer großen Bedeutung. Welche Inhaltsstoffe haben nun diese Silomaise in der Fütterung? Ich habe bewusst alte Werte noch einmal mir rausgesucht aus der Standard-DLG-Tabelle 97. Das ist eigentlich die Bibel der Fütterung und der ganzen Futterparameter, Futtermittelinhaltsstoffe. Dort haben wir immer gehabt den normalen Silomais-Ende-Teigreife mit einem mittleren Kolbenanteil, so um die 50-55%, mit 35 Trockenmasse, Prozent Trockenmasse, 81 Rohprotein und etwa 20% Rohfaser. Der Stärkegehalt von damals, also aus diesem 97er Werk, war bei 286 Gramm, also 28% Stärke, die Energie bei gut 6,5 Nel oder eben 10,7 Megajoule ME für die Rindermast. Auch in diesem Werk sind ja mehrere Maisertrags- oder Maisentwicklungsstufen vermerkt gewesen. Bei der höchsten Energiestufe Mais mit Ende der Teigreife hat man eben gesprochen von ca. 38% Trockenmasse, 80 Gramm Rohprotein, 17,7 Rohfaser, also doch bedeutend jünger, und einem Stärkegehalt von ca. 345 Gramm, also 34,5% Stärke, 11 Megajoule ME und 6,7 Megajoule Nel. Das war damals sozusagen das Ende der Fahnenstange, das Beste, was man sich damals überhaupt erwarten konnte. Ich würde es Ihnen deswegen kurz zeigen, um ein bisschen einen Rückblick zu geben, wie der Silomais sich entwickelt hat, denn wo stehen wir heutzutage? Wenn wir die Gruber-Tabelle aus Bayern aufschlagen und hier einen normalen, körnerreichen Teigreifen Silomais uns raussuchen, sind wir bei 33 Trockenmasse, 82 Gramm Rohprotein, also 8,2% Rohprotein und 18,5% Rohfaser mit ungefähr 458 Gramm NDF und 245 ADF. Jetzt auch natürlich in der letzten Zeit schon NDF und ADF in Analytik dabei. In der alten DLG fehlen diese Sachen natürlich. Und der Stärkegehalt dieses normalen Silomaises heutzutage liegt im Mittel bei 325 Gramm. Wir erwarten uns gut 11 ME und 6,8, in etwa 6,8 Nel je Kilogramm Trockenmasse. In unserer österreichischen Literatur, die wir sozusagen immer wieder auch aktualisieren, gemeinsam mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, sind wir aktuell bei ungefähr Mittelwerten von 38% Trockenmasse, sehr, sehr trocken. Also wir silieren in Österreich typischerweise relativ trocken. Wir haben nicht mehr diesen hohen Rohproteingehalt, wie die deutsche Literatur immer wieder aufzeigt. Wir sind da bei 70, knapp 70, teilweise mittlerweile unter 70 Gramm, also unter 7% Rohprotein, nur mehr noch teilweise 60, 65, 68. Die Faser ist auch tiefer geworden. Wir haben also sozusagen, wir mixen oder wir silieren früher und bringen also im Schnitt ungefähr 11 Megajoule ME in die Energiebewertung rein und ungefähr gut 6,6, 6,7 Megajoule also Nel. Wir haben auch gemeinsam von der Kammerberatung Unterlagen erstellt, die auch auf den ganzen Futtermittelanalysenergebnissen, die von Rose Neumarkt kommen, wenn die Landwirte es kriegen. Sie sind auf der Rückseite auch Sollbereiche drauf, die wir gemeinsam für ganz Österreich in der Kammerberatung uns vereinbart haben. Dort soll also nach unserem Empfinden ein guter Silomais Trockenmasse haben zwischen 32 und 38%, vielleicht zur Punktlandung um die 35. Vielleicht erreichen wir noch 7% Rohprotein. Meistens in Oberösterreich kann ich also sagen,
eher nicht mehr. Beim Fasergehalt so zwischen 17 und 20, vielleicht bei 18,5 in etwa wäre der optimale Fasergehalt und die NDF so bei ungefähr 390 bis 430. Man könnte sich sagen, also einfach rund um 400 wäre ein schöner, guter, schöner NDF-Gehalt und die ADF bei ungefähr 200. ADL, also der Ligninanteil, der ADL-Wert, sollte, wenn es geht, nicht zu hoch gehen. Dorning hat das auch angemerkt, dass wir sozusagen bei den Ligningehalten, ja, wenn wir da zu hoch werden, auch an Verdaulichkeit einbüßen. Und wir wollen Stärkegehalte, so wenn es geht, über 320 haben. Das bringt uns dann auch wieder zu ungefähr 11, knappe 11 Megajoule ME und ungefähr 6,5 Megajoule NEL. Das soll ein bisschen als Orientierung dienen, wenn ihr Silomais und Analysen habt und Untersuchungen machen lasst, wo sollten die Werte liegen, damit ich mit meinem Silomais auch wirklich zufrieden sein kann und mich einordnen kann, wo ich liege. Ich will bewusst ein bisschen den Rückblick da machen, um auch zu zeigen, dass also im Silomais-Bereich sehr, sehr viel geschehen ist und dass man mit alten Tabellenwerten mittlerweile echt brausen gehen kann. Das kann man echt vergessen. Mit Resch Reinhardt in Gumpenstein machen wir seit Jahren eine gute Kooperation in unseren sogenannten Landwirtschaftskammer-Silage-Projekten aus mehreren Jahren und auch Auswertungen der Futtermittelanalytik in Rosenau. Und Resch hat uns auch mal eine schöne Übersicht gebaut und haben versucht, den Silomais ein bisschen anzuschauen Richtung Rohfaser. Jetzt würde man jetzt sagen NDF, aber auch die Rohfaser ist ja noch legitim. Oder auch von der Trockenmasse her, wo denn bei ungefähr 1550 Proben die Werte liegen. Und sie liegen eigentlich in diesem Sollbereich, in diesem grünen Eck, allein von der Faser sozusagen vom Häckselzeitpunkt und von der Trockenmassegestaltung liegen nur etwa, ja gut, zwischen 18 und 25% in diesem richtigen Sollbereich drin. Das deckt sich mit dem, was ich vorher gesagt habe. Die Trockenmasse geht bei uns, da sieht man, das da oben, also Durchweis sehr, 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 sehr hoch hinauf. Es wird sehr, sehr spät siliert und dieser optimale sozusagen Trockenmassegehalt wird teilweise massiv überschritten. Natürlich mit dem Hintergrund, die Pflanze möglichst lang am Feld stehen zu lassen, um die Kolbenausbildung ja noch sozusagen bis ins Letzte auszunutzen. Ich habe jetzt ein paar Grafiken mitgebracht aus Oberösterreich, aus meinen Auswertungen der letzten Jahre, 15, 16, 17, ist jetzt nicht das aktuellste, aber auch die letzten Jahre bieten ein gleiches Bild. Wenn ich mir da die NEL, die Energie anschaue, im Mittelwert 6,5, eigentlich immer sehr ähnlich. Wenn ich mir dann sozusagen die Minimal- und Maximalwerte mir anschaue, hier auch diese schönen grafischen Punktewolken, dann sieht man, dass der Mittelwert und auch wieder der Hinweis, Tabellenwerte, Mittelwerte sind nett, aber sie sind nicht tauglich für eine wirkliche Futtermittel, eine Futtermittelrations- oder eine Rationsberechnung, wo ich wirklich mit einem Mais bewerten will. Die Bandbreite liegt ja zwischen 5,37 und 6,91. Und wer ein bisschen was von Rationsberechnung und Futtermittelanalytik versteht, sieht, dass da Welten dazwischen sind. Auch im 16er Jahr zwischen 6,10 und 7,14, 6,0, 6,70. Das sind also doch ganz, ganz große Bandbreiten, die also der Silomais hier einnimmt. Natürlich abhängig von Jahr, Sorte, Standort, Witterung, alles klar. Und soll uns einfach zeigen, dass Mais nicht gleich Mais ist. Das ist mein stehender Satz. Mais ist nicht Mais. Ich habe letztes Jahr bei unserem Landestag Rindermast auch ein bisschen die ganzen Rindermast-Mais-Silagen ausgewertet. Ungefähr 300 Proben aus mehreren Jahren. Da sieht man die umsetzbare Energie im Mittelwert 10,96, Minimalwerte 10,40, Maximalwerte bis 11,65 bei den ME. Also auch hier wieder, man sieht eine riesengroße Punktewolke von einer Einheitlichkeit, auch im Silomais-Bereich in der Energie, ist überhaupt nicht zu reden. In der Gruppentabelle würde ich nachschauen, okay, 11,04. Man kann das eigentlich vergessen. Mit solchen Tabellenwerten brauche ich nicht in Rationen hineingehen und will dann berechnen, wie viel Kraftfutter soll ich diesem Stier in der Rindermost noch geben. Und hier auch noch einmal der Sollbereich von der Trockenmasse. Man sieht also fast die Hälfte der Maissilagen in der Rindermost. Die ist also sehr trocken. Wir haben da durchschnittlich 37,3% Trockenmasse. Geht von 27 bis 67. Also eine gewaltige Bandbreite an der Trockenmasse. Zeigt eben auch wieder, natürlich sind das viele Jahre, viele Betriebe, aber es zeigt einfach, kein Mais ist wie der andere. Wenn ich mit der Trockenmasse 35% aus Tabellenwerten hineingehe, verschätze ich mich völlig.
völlig. Ein Blick auf die Stärke, dort zeigt sich ein ähnliches Bild wieder aus 3 Jahren. Da haben wir circa fast 200 Proben, 30% im Mittel, 33% Mittelwert bei der Stärke. Aber auch hier wieder eine große Bandbreite von ungefähr 21-45% im 17. Aber das zeigt die Grafik vielleicht nicht so schön. Ich hätte euch ein bisschen abschneiden sollen. Aber ich würde damit einfach zeigen, diese 30% oder 300 Gramm, dann 20 Gramm Stärke im Mittel haben wir die. Wir haben auch Jahre, wo die noch viel besser sind, aber auch wieder Jahre, wo das Mittel viel tiefer liegt. Wir haben also einen massiven Jahreseinfluss, aber auch innerhalb des Jahres eine gewaltige Bandbreite in der Stärke. Und 200 Stärke ist überhaupt nicht vergleichbar mit 450 Stärke, weder bei der Milchkuh noch beim Moststier. Also die Botschaft, glaube ich, kommt hoffentlich an. Mais ist nicht Mais. Hier noch einmal Blick auf die Rinder-Mast-Mais-Silagen vom Stärkegehalt her, wieder über diese Jahre, fast 200 Proben. Der Mittelwert liegt beim Stärkegehalt in den Rindermost-Mais-Silagen bei knapp 36%, 360 Gramm Stärke. Das sind gewaltige Werte. Ich erinnere an die erste Folie mit den DLG-Werten aus 97, wo nicht einmal 300 nur sozusagen normal waren. Nur bei den besten Maisen hat man vielleicht mit 320 rechnen können. Mittlerweile haben wir da das locker. Wir haben 320, 330 fast immer. Aber auch hier eine gewaltige Bandbreite von 238 bis 447, also fast 450 Gramm Stärke je Kilogramm Trockenmasse. Und wenn dann da Stiere unruhig sind, im Stall was schief geht, Zunahmen irgendwie nicht passen und so weiter, und dann bei so Rationen auch noch mit massiven Kraftfuttermengen hineingefahren wird, die mit der Beratung immer wieder unterkommen, wo man sich denkt, wer hat denn das gerechnet, wie kann man denn sowas machen, kann ich also nur appellieren, macht bitte Analysen, scheut die Kosten der Analytik nicht, denn wir haben es nicht mit einheitlichem Material zu tun. Okay, das können wir dort schneller drüber blenden, dass wir weiterkommen. Das wollte ich einfach mal zeigen, dass einfach von der Silage und der Nährstoffqualität wir hier gewaltige Unterschiede haben. Haben wir Probleme bei der ganzen Silierung und Verdichtung? Wieder aus unseren LK-Silageprojekten eine Übersicht von den GR-Produkten. Der Mais siliert ja bekanntermaßen recht schön. Er hat kaum Probleme mit der Gärsäurebildung. Wenn wir da schauen, 35 bis 40 Gramm Trockenmasse, der ideale Trockenmassegehalt. Wir haben sehr viel Milchsäure, die blaue Säule. Dann Essigsäure wollen wir auch haben. Und die rote Linie, die man fast nicht sieht, wäre die Buttersäure. Also nur ein Mini-Stricherl, ist auch gut so. Mais hat kaum Buttersäure. Mais enthält aber doch einiges an Ethanol. Also ein bisschen eine Grenzwert wäre vielleicht, wenn es geht, unter 3 Gramm. Wir haben da durchwegs 3, 4, 5, je feuchter, umso mehr, 6 Gramm Ethanol. Ethanol ist Alkohol und der wird gebildet durch Hefen. Und die Hefen brauchen Sauerstoff. Das heißt, wenn da Sauerstoff vorhanden war, im Silierprozess noch lange Sauerstoff verbraucht werden konnte, hatten Hefen Zeit, sich zu entwickeln. Das haben wir auch bei sehr trockenen Silagen. Also diese Ethanolgehalte zwangen uns, dass bei der Silierung zwar eigentlich alles gut läuft, aber doch ein gewisses Verbesserungspotenzial möglich ist. Das bringt uns nämlich zum Thema der Verdichtung. Hier habe ich die DLG-Empfehlung nach Richter 2009 aufgetragen. Die richtet sich nach dem Trockenmassewert. Je trockener eine Mais-Silage siliert wird, umso dichter muss sie sein, damit sie auch dann, wenn sie entnommen wird, stabil ist. Das heißt, der Sollbereich wäre eigentlich über diesem Wert drüber. Das heißt zum Beispiel, eine Mais-Silage mit 35% Trockenmasse müsste mindestens 260 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter haben, also derartig verdichtet sein, damit sie dann, wenn das Silo geöffnet wird und hergefordert wird, eine Stabilität am offenen Silo von mindestens 48 bis sogar 72 Stunden, so läuft die DLG-Prüfung ab, konstant bleibt und die Temperatur sich um weniger als 1 Grad erwärmt. Also erst da oben spricht man wirklich von absolut sicherer und absolut guter Silierqualität mit keiner Nacherwärmung. Die Realität ist aber, dass wir eigentlich durchwegs unter diesem Wert liegen. Wieder eine Auswertung.
aus unseren Silageprojekten, noch unterfüttert mit anderen Auswertungen, die Gumpenstein immer macht, steirisches Enstal-Silageprojekt und so weiter, unsere Jahre 9, 12, 16, auch heuer im 20er Jahr, wenn vielleicht hoffentlich viele mitgekriegt haben, jetzt in ganz Österreich haben wir wieder ein Silageprojekt über die Kammern laufen, das ist anscheinend der Auswertungsphase, es werden noch Fragebögen dann immer wieder erhoben und wir schauen uns an, wie die Silagen zustande kommen und auch hier sehen wir, das ist die Mittelwertlinie, viele, viele Punkte, sicher 200 Proben mindestens, wo die Verdichtungswerte liegen, bei 35 Trockenmasse habe ich jetzt erst gezeigt, sozusagen sollten wir ja bei ungefähr 260 Gramm Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter liegen. Im Durchschnitt in der Praxis liegen wir aber bei knapp ja da herunten unter 200. Das heißt, es fehlen uns im Schnitt 70 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter. Also wir verdichten durchwegs zu wenig, um hier wirklich in eine absolut stabile Silage zu kommen. Stabil ist, solange der Silo zu ist, ohnehin immer. Die Wahrheit kommt ans Licht, wenn der Silo aufgemacht wird bei der Entnahme. Und wenn ich dann noch so gewisse Anschnittflächen sehe, wie die ausschauen, verschlechtert sich das Problem noch zusehends. Wir sind mit diesem Problem nicht alleine. Beim Vorbereiten dieses Vortrags ein bisschen auch herumgesucht in der Literatur, bin auf einen schönen Beitrag von der Frau Professor Malkow-Nerage gestoßen, aus 2018, wo die auch Verdichtungsmessungen im Norden, im Norddeutschland, in Kiel oben gemacht haben. Die Deutschen messen die Verdichtung an der Anschnittfläche mit 9 Einstichpunkten. Ich habe das aus der Unterlage herauskopiert, ist ein bisschen unscharf. Und ich wollte jetzt einfach zeigen, wie dort die Dichte gemessen wird. 9 waagrechte sozusagen Einstiche. Die Probe wird dann gewogen, gemessen, Trockenmasse bestimmt und das Volumen der Einstiche bestimmt und dann wird die Trockenmasse und die Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter ausgerechnet. In Österreich machen sie mir eher so, dass wir mit Probenstechern von oben in die Silage möglichst bis zum Grund runterstechen und dort so einen kompletten Durchstich durch die Silage machen und wiegen dann diesen Probenkern, der wird dann auch das Volumen bestimmt, die Einstichtiefe bestimmt, also muss das beim Probennehmen genau machen und kann auch hier sozusagen über diesen einzelnen Einstich die Verdichtung gut messen, vielleicht mit dem Problemchen, dass wir natürlich auch den oberen Teil dabei haben, der halt schwerer zum Verdichten ist. Die Deutschen sozusagen gehen da, die ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, sie schummeln nicht, aber sie nehmen diesen oberen Bereich nicht so rein und nehmen diese waagrechten Proben. Wir gehen da wirklich von oben durch und haben auch diesen kritischen, lockeren Bereich dabei. Aber auch die Deutschen, wenn man das sieht, in der Auswertung von Malkow-Nerge, sieht man, auch die erreichen diese Sollwerte nicht. Sie hat eine andere Zielwertlinie von Honig, ist älter, die von Richter läuft ein bisschen flacher drüber, aber die Aussage ist die gleiche. Auch in Norddeutschland wird die Verdichtung nicht oder gelingt sie nicht in dem Maße, wie wir sie haben wollen. Und das ist, glaube ich, doch ein großes Problem für Sortenfrage, alles ganz wichtig, ist klar. Aber auch, was hilft mir die beste Sorte, wenn die Verdichtung und die Silierung nicht wirklich professionell gelingt. Im Jahr 2012 und 2013 war ich einem Nervenzusammenbruch nahe, also ein bisschen übertrieben, und wir haben einfach geärgert, das war das auch ein Jahr, wo irrsinnig viele Anrufe waren mit Problemen bei den Maissilagen. Ich habe dann mit dem Resch Rainer gesprochen und wir haben dann relativ kurzfristig im Herbst eine Fragebogenaktion über ganz Österreich losgestartet und haben gefragt, wie geht es da mit der Maissilage und so weiter. Und ein Ergebnis war auch natürlich, ihr kennt das Thema mit dem Vorschub, dass bei ungefähr 10% der Betriebe, knappe 10% der Betriebe, der Vorschub nur bis zu 50 Zentimeter pro Woche ausmacht. Und dort haben 55% der Betriebe Probleme mit Nacherwärmung. Geht der Vorschub besser, circa 1 Meter pro Woche, und dann haben aber immer noch ein Drittel der Betriebe, gut 30% Probleme mit Nacherwärmungen an der Anschnittfläche. Kommen wir endlich in einen Bereich, den wir immer empfehlen, mindestens 1 Meter im Winter, im Sommer, wenn es geht, 2 Meter oder auch mehr pro Woche. Aber auch wenn ich in diese richtigen sozusagen Entnahmemengen hineinkomme, haben immer noch Nacherwärmungsprobleme circa 20% der Betriebe. Und das Thema hört eigentlich nie auf. Mich frustriert
das da unten sehr wohl, sogar über 2 Meter Vorschub, was ja wirklich super, super toll ist. Die schaffen auch nicht einmal 10%, aber die 8%, nicht einmal da sozusagen ist alles eitel Wonne. Sogar da gibt es noch Probleme mit Nacherwärmung. Und das zeigt sich dann natürlich auch in Problemen mit der Schimmelbildung. Wenn wir die Leute fragen, Schimmel, kein Schimmel oder Schimmelbildung, dann ist logisch, wenn ich wenig entnehme, haben fast 90% Probleme mit Schimmelbildung. Die Säule geht dann Gott sei Dank runter, aber auch bei sehr großer Entnahmemenge haben immer noch fast oder gut die Hälfte in etwa Probleme mit Schimmel. Die Hälfte hat kein Problem mit Schimmel. Das zeigt mir also schon, dass wir im Siliermanagement, in der Verdichtung und, doch Baustellen haben. Also wir haben durchwegs zu wenig Entnahme, und wenn wir auch die Entnahme richtig hinbringen, dann dürfte das Problem eigentlich nicht virulent sein. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, was der Dorninger Christian zuerst schon angesprochen hat. Vielleicht bringen wir in unsere Silos viel Material hinein, abgestorbenes Pflanzenmaterial, das uns einfach eine Startbasis gibt und sozusagen am offenen Silo sofort wieder die Mikroben richtig, richtig Kirtag feiern und richtig losstarten können. Das ist halt meine Interpretation, denn wie gäbe es das sonst? Gell? Wenn ich wirklich fast 2 Meter pro Woche entnehme, was wirklich viel ist, und nicht einmal da sozusagen ist die Nacherwärmung weg, dann hat es auch andere Ursachen. Also wir haben da teilweise Temperaturen, 30, 40 Grad sind keine gestellten Aufnahmen. Bei der Beratung oder vom Betrieb vor habe ich immer diese Temperatursonde mit und schaue mir diese Anschnitttemperaturen an. Wenn die Anschnittflächen so immer so schön wären, wäre ich ja froh. Ich sehe da immer die wüsten Haufen unten herausgezwickt, herausgerissen. Ja, in unserem Fragebogen, wie gesagt, bei allen Fragebögen sind bei gut einem Drittel, bei allen Messilagen hat es Probleme gegeben. Also das ist sozusagen dieses Thema der Probleme, Verdichtung, Nacherwärmung gibt es nach wie vor. Und ist sicher eine Baustelle, die wir als Landwirte und Landwirtschaftskammer nach wie vor beackern sollten. Mein dritter Block geht Richtung Verdaulichkeit. Dorninger hat ja auch über die Verdaulichkeit, NDF-Verdaulichkeit gesprochen. Und da möchte ich auch einiges dazu noch bringen. Zeitlich, glaube ich, passt es nur gut. Wir haben die Nährstoffgehalte von Restpflanze und Kolben, kann ich vielleicht ein bisschen überspringen, sind uns bekannt. Es geht um die Verdaulichkeit. Die Restpflanze ist ungefähr zu 62% verdaulich, die ganze organische Masse zu 62%. Der Kolben ist noch höher verdaulich, ist klar. Wir haben da viel weniger schwerverdauliches Material und das bringt uns zum Energiegehalt von der Restpflanze von etwa 9,1 Megajoule ME und der Kolben bringt ungefähr 13 Megajoule reiner Kolben, wenn man den silieren und energietechnisch bewerten würde. Das heißt, die Gesamtpflanze liegt dann genau im Mittel drinnen, weil ja ca. 50-50 ungefähr die Aufteilung ist von Restpflanze zu Kolben. Das heißt, der gute Silomais liegt dann bei 11 Megajoule ME genau dazwischen. Das passt also wunderbar. Wenn also der Kolben auslässt, dann kann man sich auch gefasst machen, wo die Restpflanze liegen würde. 9 Megajoule ME sind irgendwas bei 5,3 Nel für die Milchkuhhalter. Also da sind wir auf Jungvieh- und Trockensteherfutterniveau. Wenn der Kolben nichts kann oder verhagelt wird oder sonst was passiert, ist Silomais, kannst du sagen, katastrophales Futter. Und wenn der Kolben wirklich gut ist, sind wir da in der ersten Liga dabei. Gibt es Unterschiede auch mit den Sorten von Früh-, Mittel- und spätreifen Sorten in der ganzen Nährstoffzusammensetzung. Die gelbe Linie zeigt uns den Kolbenanteil. Da rechts ist die Grafik dazu, also die Skala dazu. Der Kolbenanteil geht bei spätreifen Sorten mit hoher Reifezahl tendenziell in die Höhe. Ist klar, spätreifere machen einen größeren, besseren Kolben, haben auch höhere Kornerträge. Dadurch geht auch die NFC-Menge, also die Nicht-Faserkohlenhydrat-Menge, ist im Prinzip die steigende Menge nach oben. Die NDF, sozusagen der NDF-Gehalt geht leicht nach unten, weil eben der Kolbenanteil immer mehr sich durchsetzen kann. Die Trockenmasse geht oben, also je später reif die Sorten, umso mehr Stärkeanteil und umso mehr Nicht-Faserkohlenhydrat-Anteil ist zu erwarten. Wie schaut es da mit der Pansenabbaubarkeit aus, wenn ich frühe mittelreife oder spätreife Sorten nehme, da müssen wir uns schon vergegenwärtigen,
dass die Trockenmasseverdaulichkeit, die Gesamtverdaulichkeit doch etwas abnimmt, von so 55% auf knappe 50% Pansenabbaubarkeit bei einer gewissen konstanten Passagerate, damit es vergleichbar wird. Die NDF-Verdaulichkeit, die grüne Linie, liegt da unten bei ca. 20% bei einer Passagerate von 5%, die also bei Fütterungsversuchen so als Durchschnittswert immer wieder angenommen wird. Also nur 20% NDF-Verdaulichkeit. Gibt es da jetzt wirklich auch Unterschiede in der Verdaulichkeit der Silomais-Restpflanze und Aufnahme oder auch einen Einfluss auf die Futteraufnahme und Leistung? Da hat Theodor Georg von Raumberg-Gumpenstein seine Dissertation darüber verfasst und hat die auch letztes Jahr bei der viehwirtschaftlichen Tagung in Gumpenstein vorgestellt. Und er hat einen Vergleich gebracht mit Standard-Mais-Sorten und mit speziellen Züchtungen, die auch in den USA ja sehr bekannt sind, diese Brown Midrib 3 Sorten, die Stay Green Sorten, hat auch Dorninger schon kurz gezeigt, Stay Green Sorten und eben auch spezielle Züchtungen, Sorten mit einer erhöhten NDF-Verdaulichkeit. Ich möchte dort noch ein paar Slides zeigen. Der erste Vergleich mit diesen, zusammen mit diesen Brown Midrib 3 Sorten, da gibt es eine ganze Reihe Versuche, ich will das Ganze genau durchbesprechen. Aber wo liegt der Unterschied von konventionellen Sorten? Hier konventionelle Sorte und immer diese Brown Midrib 3 Sorten. Die haben offensichtlich oder klar in den Versuchen auch nachvollziehbar einen niedrigeren ADL-Gehalt, also niedrigeren Lignin-Gehalt. Man sieht das da ganz klar, 20 zu 29, also doch einen erheblichen Abstand und dadurch auch eine bessere Pansenabbaubarkeit des NDF. 47 zu 38, 32 zu 22, mal fast 10% bessere Pansenabbaubarkeit. Das haben wir auch auf dem Niveau, das Teledor vorher gerade gezeigt hat, 45, 30. Also man sieht doch einen erheblichen Unterschied, die NDF-Verdaulichkeit dieser Brown Midrib 3 Sorten ist also doch wesentlich besser. Die zweite Gruppe, die Stay Green Sorten im Vergleich zu konventionellen oder Dry Down Sorten, da gibt es nicht so viele Versuche. Einer auch von unseren Nachbarn von Ettel und Schwarz in Grub in Bayern draußen, wo auch ein Versuch gelaufen ist, 2003. Ob man sieht, dass im NDF-Gehalt hier kaum große Unterschiede sind, aber in der NDF-Verdaulichkeit sich eigentlich auch nicht wirklich viel tut. Das heißt 52 zu 53, man sieht, der Abstand ist sehr wenig, sehr gering. Die Bayern haben sogar das Gegenteil rausgebracht, dass die Stay Green Sorte wieder erwarten, sogar etwas schlechter verdaulich war in der Gesamtverdaulichkeit als die Dry Down Sorte. Also hier sozusagen von der Verdaulichkeit ist ja kein großer Sprung von den Stay Green Sorten zu erwarten, aber sie haben auch andere Vorteile. Und die dritte Gruppe, diese speziellen Züchtungen mit einer hohen NDF-Verdaulichkeit im Vergleich zu konventionellen Sorten oder Sorten mit niedriger NDF-Verdaulichkeit. Auch hier wieder eine ganze Reihe Versuche, die der Terler zusammengefasst hat. Immer wieder Vergleich hohe NDF-Verdaulichkeit, konventionelle Sorten, hohe NDF-Verdaulichkeit, niedrige NDF-Verdaulichkeit. Und da sieht man auch klar, in den NDF-Werten ist der Unterschied nicht wirklich gravierend, ja, ein bisschen, aber nicht dramatisch, aber in der Verdaulichkeit sehr wohl. 54% Verdaulichkeit zu 47, 38 zu 30, da haben wir teilweise schon 8, 9, 10% höhere Verdaulichkeiten. Also da ist schon was drinnen. Das kann ich dann sozusagen so zusammenfassen. Was lernen wir aus diesen ganzen Versuchen? Die Brown Midrib 3 Sorten haben einen niedrigeren Ligningehalt und der NDF- und ADF-Gehalt ist aber eigentlich gleich zu allen anderen üblichen Sorten. Und durch diesen niedrigen Ligningehalt ist die NDF-Abbaukeit und Verdaulichkeit um ca. 5-15% höher. Auf der Anfolie hat man das zuerst gesehen. Die Trockenmasseabbaubarkeit ist auch wesentlich höher. Wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Normalerweise haben diese Brown Midrib 3 Sorten etwas geringere Trockenmasseerträge und auch eine etwas geringere Standfestigkeit und Krankheitsanfälligkeit etwas höher. Die Standfestigkeit ist logisch, wenn ich ADL rausnehme, was die Kittsubstanz zwischen den Faserstoffen im Stängel ist, sozusagen wenn ich aus dem Stahlgerüst Querverstrebungen rausnehme, die schwer verdaulich sind, ist die Verdaulichkeit besser, aber die Standfestigkeit doch bei manchen Sorten auch schlechter.
Die Stay-Green-Sorten, haben wir gesehen, haben von der NDF-Verdaulichkeit keinen großen Vorteil zu konventionellen Sorten oder Dry-Down-Sorten. Aber sie haben eben durch das, dass das Blatt lange grün bleibt und nicht dürr wird, ein viel längeres, optimales Zeitfenster für die Ernte. Und ich sehe das schon als wesentlichen Vorteil an, welche Ware ich in den Silo bringe, ob da die untere Hälfte der Maispflanze maßgeblich vergilbt und verdorrt ist und auch mit Mikroorganismen besetzt und besiedelt ist oder ob das noch gesundes Pflanzenmaterial ist. Also ich sehe da schon auch einen Grund, warum wir auch nebst Verdichtungsproblemen auch immer wieder Probleme mit der Nacherwärmung haben, wenn dann die Silos aufgemacht werden. Die Sorten mit der erhöhten NDF-Verdaulichkeit haben beim NDF-Wert keine großen Unterschiede, die sind auf gleichem Niveau, aber die NDF-Abbaubarkeit ist sehr wohl besser. Um 4-8% besser, bringt eine höhere Trockenmasse und organische Masseabbaubarkeit in der Gesamtration. Sie haben aber ein bisschen niedrigeren Kolbenanteil und auch ein bisschen niedrigeren Stärkegehalt, was ich einmal selber aus meiner Beratungspraxis gar nicht so als Nachteil sehe, denn ich habe euch zuerst die Stärkegehalte gezeigt, wo die mittlerweile liegen und die sind auch im Milchviehbereich oder auch in der Rindermost teilweise schon so hoch, dass ich bei den Rationen einfach viel zu viel Stärke zusammenbringe und ich eigentlich froh wäre, wenn ich nicht so brutal hohe Stärkegehalte hätte und vielleicht lieber beim NDF, sozusagen bei der Restpflanze, mehr Verdaulichkeit schaffen könnte. Also mir gefallen diese Sachen schon sehr, sehr gut. Finde ich sinnvoll, dass hier züchtungsmäßig was weitergeht. Bin gleich fertig. Haben dann diese besseren Abbaubarkeiten der organischen Masse der NDF auch eine Auswirkung auf die Futteraufnahme. Das hat Terla in eigenen Versuchen nochmal sozusagen abgetestet. Und er ist zum Schluss gekommen, 1% bessere Passagerate aufgrund besserer NDF-Verdaulichkeit bringt ungefähr 0,35 Kilogramm höhere Trockenmasseaufnahme. Also da wird auch mehr gefressen, ist logisch. Wenn die Pansenabbaubarkeit besser ist bei einer fixen Passagerate, ist das Material schneller verdaut, besser abbaubar. Die Tiere fressen schneller wieder mehr oder früher. Das Hungergefühl kommt wieder früher, weil das Material schneller durch den Verdauungstrakt durchgeht. Und höhere Trockenmasseaufnahme heißt auch höhere Milchleistung. Je Prozent besserer Pansenabbaubarkeit aufgrund besserer NDF-Verdaulichkeit gewinnen wir ungefähr 0,67 Kilogramm energiekorrigierte Milchleistung. Das heißt, Sorten mit besserer NDF-Abbaubarkeit und besserer Pansenabbaubarkeit bringen auch sozusagen höhere Milchleistungen, ist klar, weil das Futter eben schneller sozusagen und verdaulicher ist und schneller durch den Verdauungstrakt durchkommt und weiteres Futter, mehr Futter gefressen werden kann. Gut, damit bin ich fast am Ende und möchte zusammenfassen. Also wir haben sehr wohl Sortenunterschiede in der Restpflanzenverdaulichkeit, höhere NDF-Abbaubarkeit und Verdaulichkeit bei gewissen Sorten. Wir haben dadurch auch einen positiven Effekt auf die Futteraufnahme und Milchleistung, eine höhere Abbaubarkeit und Passagerate des Futters. Dadurch fressen die Tiere schneller wieder mehr Futter, weil eben das Futter schneller durch den Verdauungstrakt durchgeht. Auch hier wieder, wo Licht ist, ist auch Schatten. Die höhere Passagerate limitiert aber die Gesamtabbaubarkeit wieder etwas und die Gesamtverdaulichkeit des Futters im Pansen ist eigentlich auch wieder logisch erklärbar. Wenn das Futter schneller durch den Verdauungstrakt durchgeht, hat der Pansen und die darauffolgende ganze Verdauungskette im Labmagen, Dünndarm und Dickdarm auch weniger Zeit, das Futter sozusagen wirklich auszulaugen und die Nährstoffe aufzunehmen, weil es einfach schneller durch den Pansen und durch den ganzen Verdauungstrakt durchgeht. Sozusagen, das marschiert schneller durch. Darum ist weniger Zeit da, die Nährstoffe wirklich gut aufzunehmen. Und wir verlieren auch wieder etwas in der Gesamtabbaubarkeit und Verdaulichkeit des Futters. Also man kann sich jetzt so einfach 1:1 hochrechnen und sagen, juhu, damit geht die Milchmenge und alles glatt nach oben. Aber durch die bessere Futteraufnahme und Trockenmasseaufnahme ist eine höhere Milchleistung möglich, ein bisschen getrübt durch eine nicht mehr so gute Ausnutzung des schneller durch den Verdauungstrakt passierenden Futters. Damit wäre ich am Ende und stehe für Fragen auch gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Tiefenthaler, für
für Ihren ausführlichen Vortrag. War sehr interessant zuzuhören. Kommen wir nun gleich zu den Fragen. Ich werde diese Fragen so gut es geht zusammenfassen und werde gleich die erste Frage stellen. Die erste Frage richtet sich an Dorninger Christian. Und zwar, die lautet, welche Silomais-Sorten für Biogasanlagen, Reifezahl ca. 400, empfehlen Sie? Beziehungsweise, eine zweite Frage noch hinzu, welche Sorte wird empfohlen für späten Anbau nach Gebässrocken für Biogasanlagen? Bitte, Christian. Ja, grundsätzlich muss man sagen, das ist sehr, sehr stark abhängig davon, welche Wärmesumme in der Region, in der ich mich befinde, noch erzielbar ist. Gehen wir vielleicht zum ersten Teil noch einen Grünschnittrocken. Da müssen wir grundsätzlich wissen, wie lang mein Erntefenster ist, was noch in welcher Region man ist. Ja. Es ist nicht unbedingt ganz einfach zu beantworten, wenn ich sage, wenn ich nicht weiß, wie viel Wärme zur Verfügung steht. Aber grundsätzlich, wenn ich noch Grünschnittrocken das mache, dann muss ich sagen, in den meisten Regionen ist man da ungefähr von der Ernte in der Größenordnung von circa 3 Wochen später als normal, und diese Wärmesumme müsste man natürlich am anderen Ende abziehen, die in der Zeit ist. Es ist ein bisschen schnellere Entwicklung zu erwarten. Also ich tue mir ein bisschen schwer, jetzt, wenn man das Gebiet nicht weiß. Ja. Aber wenn ich grundsätzlich sage, ich würde noch einen Grünschnittrocken, würde in etwa mit der FAO-Zahl in etwa um 50 bis 70 Einheiten runtergehen gegenüber dem Frühanbau. Ja. Speziell dann, wenn es im Herbst knapp werden könnte. Und wie war der erste Teil der Frage? Bis 400, oder? So Reifezahl. Also welche Silomais-Sorten für Biogasanlagen, Reifezahl ca. 400? Ja, also es ist natürlich bei 400 sind wir natürlich tief im Zahnmais-Segment drinnen. Ja, das ist dann die Frage, was kann ich mir beim Frühanbau erlauben von der Temperaturspanne? Was traue ich mir zu? Aber wenn man grundsätzlich in dem Bereich drinnen ist, also wir haben einen 410er, das ist eine sehr massige Pflanze mit spitzen Kornerträgen, also Absoluter zum Beispiel könnte ich mir vorstellen. Es ist dann die Frage, wie weit ich mich in den Herbst noch reintraue, also da wäre noch einiges möglich. Aber grundsätzlich in dem Reifebereich bin ich mit einem Absoluto, der hat Reife zu 420, also bin ich sehr gut bedient. Das ist eine massige Pflanze mit ordentlichen Silomais-Erträgen und einem ordentlichen Kornertrag. Ja. Gut. Danke, Christian. Die nächste Frage richtet sich an Herrn Tiefenthaler. Die lautet, vielleicht zwei Fragen zugleich wieder. Welcher Reifezustand des Maises ist ideal für Mais-Silage-Rundballen? Und zweite Frage, Zerkleinerungsgrad des Kornanteils in der Silage. Bitte. Ja, danke für die Frage. Beim Reifegrad auch für den Silomais in Rundballen sehe ich keinen Unterschied zum normalen Silomais, wenn ich den Vorsilo gebe. Wir wollen eine schöne Teigreife haben. Das Korn darf nicht mehr spritzen und es muss also die Gesamttrockenmasse sollte um die 35% liegen. Da ist auch beim Rundballen, sehe ich da keine großen Unterschiede. Man könnte sich vielleicht beim Rundballen noch mehr in höhere Trockenmassewerte trauen, weil ja die dann von der Entnahme her immer in kleinen Mengen sozusagen aufgemacht und wieder verbraucht werden. Was ja beim Vorsilo viel kritischer ist, wenn der sozusagen offen ist und dort durch die hohen Trockenmassewerte die Nacherwärmungsgefahr einfach viel höher ist. Deshalb würde ich also generell raten, also die Trockenmasse nicht zu stark nach oben zu treiben, auch beim Rundball nicht wirklich. Und die zweite Frage war vom Zerkleinerungsgrad her, oder? Ja. Zerkleinerungsgrad. Das heißt, nach wie vor ist beim Silomais eine möglichst kurze Häcksellänge das Nonplusultra, denn je kürzer man häckselt, umso besser verdichtbar ist die Silage-Ausgangsware. Ich habe gezeigt mit den Verdichtungsgrafiken, dass wir bei der Verdichtung sehr wohl Probleme haben und offensichtlich auch mit der Häcksellänge nicht dort sind, wo wir sein sollen. Darum sehe ich auch den Bereich der Shredledge etwas kritisch, die ja eigentlich eine gute Idee wäre, wo ich doch dort viel, viel größere Häcksellängen zugestehe, bis zu 26 mm, und das Korn aber sehr
gut aufarbeite und richtig zermalme mit dieser neuen Shredledge-Technik. Also die gefällt mir eigentlich grundsätzlich gut, habe aber einfach Angst, dass die Verdichtung dadurch noch schlechter gelingt, wie sie ohnehin bei uns in unseren Proben uns wieder sozusagen vorgeführt wird, was draußen am Silo passiert. Also deshalb eigentlich auf Nummer sicher zu gehen, favorisieren wir von der Kammerberatung eigentlich doch nach wie vor die kurze Häckslänge von 6 bis 8 mm, die standardmäßig empfohlen wird, um eine gute Verdichtung und einen guten Kornabschluss zu erreichen. Kornabschluss geht man mittlerweile ja noch einen Schritt weiter. Früher hat man immer gesagt, Körner müssen angeschlagen sein. Mittlerweile geht man eher in Richtung Viertelung. Wenn ich aber auch Silagen in der Praxis draußen mir anschaue, muss ich sagen, die Häckselqualität ist durchwegs eigentlich recht gut und man findet kaum mehr Silage, wo irgendein Korn noch nicht aufgeschlagen ist. Also das haut von der Reibplatteneinstellung eigentlich sehr gut hin. Gut, danke Herr Tiefenthaler. Die nächste Frage richtet sich wieder an Christian Dorninger. Welchen Einfluss hat die Saatstärke auf den Ertrag und Verdaulichkeit? Und eine zweite Frage hinzu. Welche Sorten gibt es mit erhöhter NDF-Verdaulichkeit? Bitte, Christian. Also grundsätzlich Saatstärke und Gesamtertrag und Verdaulichkeit. Grundsätzlich ist es so, dass wir in unseren Regionen mit den Saatstärken eher am unteren Limit sind. Also es gibt viele Regionen, die deutlich höher sind. Aber wenn man so diese typischen Silomais-Typen, wie wir heute sie vorgestellt haben, bleiben wir bei der Gutterwasserversorgung so in der Größenordnung zwischen 90 und 100.000 Pflanzen, je nach Reifegruppe. Die früheren tendenziell etwas höher. Die Verdaulichkeit wird vom Staudenraum eigentlich relativ wenig beeinflusst. Ja. Ich habe einmal einen genetischen Unterschied, ich habe einen Unterschied vom Erntezeitpunkt, der ist etwas geringer noch. Und ich kann die Verdaulichkeit auch noch beeinflussen durch die Häckselhöhe. Ja. Aber mit der Saatstärke lässt sich grundsätzlich in der Verdaulichkeit nicht allzu viel machen. Was allerdings mit einem Einfluss hat bei manchen Typen, das ist der Kornansatz. Ja. Da gibt es dann kleinere Typen, aber die sind im Silomaisbereich nicht da, die höhere Bestandesdichten vertragen. Ist eher die indirekten Probleme, wenn man Bestandesdichten zu massiv übertreibt, dass man dann in der Silierbarkeit einfach etwas leiden darunter durch die Blattgesundheit, oder wie es auch schon dargestellt wurde, furchtbar sind dann solche Bestände, wo dann oben nur mehr 4, 3, 4, 5 grüne Blätter sind und der untere Bereich ist tot mit diesen vorhin gezeigten Nachteilen. Aber grundsätzlich die Saatstärke hat auf die Verdaulichkeit eher weniger Einfluss. Und grundsätzlich ist es eine Frage des Pflanzentypes, also frühere Sorten etwas dichter, und eine Frage der Wasserversorgung. In unseren Tabellen oder auf der Homepage sind grundsätzlich die Bestandesdichten angeführt, kann man sie dann, wenn man eine Sorte in Sauger gefasst hat, erkundigen oder kundig machen, was die empfohlenen Saatstärken ist. Das ist unser Job, das haben wir getestet, und nachdem, das ist eine ganz gute Richtlinie, wenn man da noch sieht. Gut. Danke, Christian. Noch eine weitere Frage richtet sich an Herrn Tiefenthaler nochmals. Welche Siliermittel sind gegen Nacherwärmung zu empfehlen? Okay, bei den Siliermitteln unterscheiden wir grundsätzlich zwischen zwei Gruppen. Das sind also die Bakterienpräparate, die es also in homofermentativer und heterofermentativer Ausführung gibt. Und wer hier Bakterienpräparate verwenden will, empfehle ich immer ganz eindeutig die heterofermentativen Präparate, weil die auch neben den Milchsäurebakterien auch einen guten Anteil an Essigsäurebakterien haben, die also Essigsäure bilden. Und speziell die Essigsäure schützt uns ja die Silo-Anschnittfläche. Also wenn Bakterienpräparate, dann heterofermentative verwenden, die also neben der Milchsäure auch einen guten Anteil Essigsäure uns liefern. Die zweite Gruppe sind die klassischen alten Siliersäuren und Siliersalze. Die sind generell auch natürlich in der Lage, Anschnittflächen oder generell die Gesamtsilage einfach zu konservieren, sind also universell einsetzbar und schützen auch den Anschnitt bei der Entnahme. Also
Säulen sind natürlich wirkungssicher, aber sind auch ein bisschen teurer in der Anwendung, circa doppelt so teuer, aber auch sehr wirkungssicher. Deshalb haben sich ja die ganzen Nüssäure-Bakterienpräparate in den letzten Jahren massiv durchgesetzt, sind auch von der Applikation sehr einfach mit diesen neuen Kartuschensystemen, die unbedingt am Häcksler natürlich angebracht werden müssen, um eine super Verteilung zu gewährleisten. Siliermittel mit der Hand einzubringen zwischen den Fuhren ist völlig sinnlos, wandern wirklich mit Verteiltechnik am Häcksler. Alles andere hat keinen Sinn. Und wie gesagt, heterofermentative Bakterienpräparate, weil sie uns Essigsäure liefern, die uns den Anschnitt schützen. Gut, danke. Ja, noch eine letzte Frage richtet sich an Donninger Christian. Und zwar, wie weit hängen Kältetoleranz und Jugendentwicklung zusammen bei einer Sorte? Welche Sorten sind besonders zu empfehlen für kühle, schwere Standorte? Und zum Schluss noch eine kurze Frage. Gibt es 2021 eine Drahtwurmbeize? Beginnen wir mal vielleicht hinten. Das große Problem der letzten beiden Jahre, Drahtwurm, ist relativ schwierig zu lösen. Wie gesagt, es gibt noch Restbestände von den Neonicotinoiden, von dieser Sonidobeize. Wir bieten eine Sorte, nämlich den Filmeno als Hauptsilomais-Sorte, noch zu einem gewissen Teil in Sonido an. Also die Registrierung oder die Zulassung läuft ab. Also es gibt noch Restbestände, die wir machen können, beziehungsweise die noch abverkauft werden dürfen. Ansonsten gibt es momentan eine insektizide Beize mit Furz 20 CS. Das ist eine Beizung zur Befallsminderung von Drahtwurm. Also bei starkem Drahtwurmbefall empfiehlt die Vertreiberfirma, zusätzlich Granulat auszubringen. Also da wird man wahrscheinlich am Granulat nicht vorbeikommen, wenn man einen starken Drahtwurmbefall hat, beziehungsweise wenn es um Spätbefall sich handelt. So ist zumindest die Empfehlung des Vertreibers. Die andere Frage war, kannst du mir das nochmal wiederholen, bitte? Also, wie weit hängen Kältetoleranz und Jugendentwicklung zusammen bei einer Sorte und welche Sorten sind besonders zu empfehlen bei schweren und kühlen Standorten? Okay. Also grundsätzlich, es gibt eine indirekte Korrelation zwischen Jugendentwicklung und Kältetoleranz. Ja. Wichtig ist aber, man muss eins dazu sagen, die normale Jugendentwicklungsponitur wird oft gemacht ungefähr bei 40, 50 Zentimeter. Und da muss man sagen, kann man nicht mehr alles sehen. Ja. Es gibt dann welche, speziell beim Spätanbau, wenn es warm ist, dann sind manche Sorten grundsätzlich schneller oder langsamer. Aber wenn man sie längere Zeit wirklich im Grenzbereich des Wachstums befindet, also ich erinnere da zum Beispiel eben, wie gesagt, dann an das vergangene Jahr. Feuchte Böden sind kühl und wenn wir dann irgendwo bei 12 Grad Bodentemperatur sind, dann gibt es welche, die sich gar nicht mehr rühren und die anderen machen nur ein bisschen was in dem Grenzbereich. Also die Jugendentwicklung ist nur bedingt heranziehbar für Kältetoleranz. Ja. Von den Sorten her ist es so, wie gesagt, ich habe ihn halt im frühen Bereich den neuen Amello und im mittelspäten Bereich den Filmeno mit 2,90 vorgestellt. Es wird dann nachträglich dazukommen der Atlantico. Also das ist einfach diese eine Hartmaislinie, die da drinnen ist, die wirklich eine gewisse Robustheit hat. Ja. Und wenn man in den noch früheren Bereich geht, da muss man sagen, da haben wir den einen oder anderen, der in den Nachbarländern läuft, der in den Grenzlagen des Maisbaus mit 2,10, 2,20 funktioniert. Wir haben da zum Beispiel im Silomais-Bereich einen Eduardo, aber das ist nicht 1:1 umschlagbar, wie es manchmal dann im Zweitfruchtanbau oder noch Wintergerste zu sehen ist. Gut, danke Christian. Ja, ich hoffe, die gestellten Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden und möchte mich in diesem Sinne recht herzlich nochmals bei den Referenten bedanken für ihre Ausführungen. Ich freue mich, wenn Sie auch zur nächsten Ausgabe der Saatbauakademie am 18.01.2021 um 20 Uhr wieder einschalten mit dem Thema fitte Biobestände erfolgreich in die Saison starten. Abschließend möchte ich mich bei euch Zusehern bedanken für das Dabeisein
bedanken und übergebe wieder das Wort an Lisa. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende des heutigen Abends angelangt. Ein großes Dankeschön an unsere heutigen Referenten von der Saatbau Linz und an unseren Referenten von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wie immer spannende Inhalte, wirklich top aufbereitet. Ich habe wieder wahnsinnig viel dazugelernt. Liebe Zuseher, falls noch Fragen offen sind, können Sie natürlich die Kontaktdaten direkt auf landwirt.com finden und direkt an Christian Dorninger von der Saatbau Linz eure Fragen schicken. Ja, wir sind heute nicht nur am Ende des heutigen Abends angekommen, sondern wir sind auch am Ende von unseren landwirt.com Live-Events für 2020 angekommen. Das war jetzt das letzte für das heurige Jahr. Erst dachten wir ja im April diesen Jahres, das ist so quasi ein Übergangsformat. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns im Herbst wieder live und in Natura treffen können. Dem war ja nicht so. Und somit haben wir gesagt, passt, wir wissen nicht genau, wann es wieder zurück in die Normalität geht. Wir machen dieses Format 2021 weiter für euch. Auf der einen Seite eben, weil wir nicht wissen, wann es wieder Messen geben wird und Veranstaltungen geben wird. Auf der anderen Seite hat aber dieses Format so guten Anklang bei euch gefunden. Wir haben gutes Feedback und ja, sehr positives Feedback erhalten und haben uns daher entschieden, dieses Format weiterzumachen. Und das nächste Webinar wartet dann auch schon am 13. Jänner auf euch. Wie ihr seht, wir sind schon voll in der Planung. Der Jänner ist wieder vollgepackt mit spannenden Themen. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen und auf schon ja, viele Sachen freuen. Ich würde mich freuen, wenn ich viele von euch nächstes Jahr da bei diesem Format wieder begrüßen darf. In der Zwischenzeit wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Adventzeit. Auch gleichzeitig wünsche ich auch schon frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann 2021 wieder fit, gesund und ja, mit neuer Motivation in das Jahr starten. Bis dorthin bleiben Sie gesund und ich wünsche alles Gute.